Heute möchte ich über ein Phänomen sprechen, das wir, die ängstlich Gebundenen, sehr häufig haben. Und zwar, wenn wir uns in einer toxischen Beziehung befinden oder generell in einer Beziehung, die uns nicht gut tut und wir es eigentlich tief im Inneren wissen, dass es nicht gut gehen wird, können wir trotzdem nicht Schluss machen. Herzlich willkommen bei Auch ohne dich glücklich. Mein Name ist Oksana Fajardo, ich bin psychologische Beraterin, Soziologin und Seminartrainerin. Ich helfe ängstlich gebundenen Frauen und Männern dabei, über ihren vermeidenden Ex hinwegzukommen. Du kennst das Phänomen vielleicht, du bist monatelang oder vielleicht sogar jahrelang mit jemandem zusammen und irgendwie klappt es nicht so wirklich. Ihr streitet euch die ganze Zeit oder es gibt Spannung und tief im Inneren glaubst du, dass es etwas Toxisches in dieser Beziehung geben könnte, aber du kannst trotzdem nicht Schluss machen. Und wir, die ängstlich Gebundenen, haben dabei ein paar Methoden entwickelt, die uns davon abhalten, Schluss zu machen. Und über diese Methoden möchte ich heute in diesem Video sprechen. Zuerst einmal möchte ich uns allen und dir besonders auch, wenn du zuschaust und dich dazu zählst, mein höchstes Mitgefühl und meine größte Empathie ausdrücken. Das ist ein schmerzhafter Zustand, wenn man schon endlich eine Beziehung gefunden hat, einen Menschen, bei dem man sich angenommen und vielleicht akzeptiert fühlt, meistens, und trotzdem klappt die Beziehung nicht. Man hat vielleicht jahrelang alles versucht und jemanden gefunden und jetzt streitet man sich die ganze Zeit. Du hast vielleicht vor dieser Beziehung auch viel innere Arbeit mit dir selbst betrieben und hast gelernt, wie eine normale, gesunde Beziehung aussehen würde. Und jetzt misst du deine Beziehung gegen diese gesunden Standards ab und musst eigentlich feststellen, klappt nicht, passt nicht. Und vielleicht kannst du schon sogar ein paar toxische Verhalten wie das Gaslighting von deinem Partner identifizieren und trotzdem kannst du nicht Schluss machen. Stattdessen bist du komplett erfroren und du kannst nicht handeln. Du kannst weder vor noch zurück. Du willst nicht mehr wieder zurück in diese toxische Dynamik. Du willst dir nicht selbst wehtun, aber du kannst diese Beziehung auch nicht verlassen. Das ist wie dieses Phänomen so gut, um Schluss zu machen und zu schlecht, um in der Beziehung zu bleiben. Und woran liegt es? Das liegt natürlich an unserem Bindungstrauma, das liegt an unseren Verlassensängsten und das liegt daran, dass eine Beziehung zu einem Partner für uns in unserem Kopf das Allergrößte und das Allerwichtigste ist, weil wir mit einer Beziehung zu einem romantischen Partner die Erfüllung unserer Verbindungssehnsüchte verbinden. Wir glauben also, dass alle unsere Verbindungsbedürfnisse und Empathie, Sympathie, Trostbedürfnisse bei einem romantischen Partner am besten erfüllt werden können. Es geht vielleicht auch um Zweisamkeit, um gemeinsam zusammen etwas zu unternehmen und um angenommen zu werden und um anzukommen. Und ehrlich gesagt ist das auch wirklich teilweise so. Unsere Gesellschaft ist um eine romantische Beziehung herum organisiert. Alles ist für Paare gemacht. Überall geht man davon aus, dass man mindestens zu zweit ist, vielleicht mit Kindern zu dritt oder viert. Aber es geht immer um zwei Erwachsene, wenn man irgendwo hingeht. Natürlich gibt es auch viele Sachen, wo man alleine hinfahren kann oder hingehen. Aber schon allein Urlaub alleine, da musst du einen Zwei-Zimmer-Zuschlag zahlen. Und ich könnte weiter so machen. Natürlich ist unsere Gesellschaft um eine romantische Beziehung herum organisiert. Was bedeutet, dass alle anderen Menschen, die in einer Beziehung sind, auch ihre Bedürfnisse bei ihrem Partner versuchen zu erfüllen. Meistens klappt das bei denen auch nicht. Aber jeder geht davon aus, dass die primären Bedürfnisse nach Verbindung, Liebe, Anerkennung, gehört werden, angenommen werden, akzeptiert werden, kurz Liebe bei einem romantischen Partner erfüllt. Das heißt, auch wenn du jetzt beschließen würdest, nein, ich brauche keinen romantischen Partner, ich werde meine Bedürfnisse durch Freundschaften erfüllen, wirst du wahrscheinlich merken, dass die anderen Menschen so eine Freundschaft gar nicht als so primär und als so wichtig betrachten wie ihr eigener Partner. Sie werden diese Freundschaft vielleicht als eine Übergangslösung für sich selbst ansehen, bis sie eben einen Partner gefunden haben. Und auch wenn du da jetzt in diese Freundschaft viel investiert hast, wirst du irgendwann mal auch hier wieder verlassen und wirst merken, ich stehe schon wieder alleine. Deswegen, wenn du immer mehr und immer häufiger solche Erfahrungen hast, ist es natürlich klar, dass du auch irgendwann mal anfängst,
beziehungsweise nicht anfangen, sondern einfach weiter damit machst, zu denken, dass deine primäre Beziehung und die Beziehung, die alle deine Bedürfnisse, deine primären Bedürfnisse erfüllen kann und soll, die romantische Beziehung ist. Und natürlich wirst du daran klammern. Und der Unterschied zwischen uns, den ängstlich gebundenen und den anders gebundenen Menschen in Bezug zu dieser romantischen Beziehung ist, dass wir unsere Bedürfnisse anderweitig nicht befriedigen können bzw. nicht wollen und nicht gelernt haben. Wir wissen gar nicht, wie das geht und wir wollen es nicht. Das Spezielle an unserem Bindungstyp ist, dass wir uns in fast jeder Lebenssituation darauf verlassen und darauf hoffen, dass unsere Bedürfnisse vom Partner, vom romantischen Partner oder zumindest von anderen Menschen erfüllt werden. Das heißt, wir haben selbst diese Kapazität nicht, diese Bedürfnisse selbst zu erfüllen. Und naja, da, wie ich schon eben erzählte, Freundschaften, Verwandtschaften, Arbeitskollegen eher meistens so ein bisschen unverbindlich sind, und ehrlich gesagt, ein bisschen ist untertrieben, sehr unverbindlich sind. Und auch die engsten Freundschaften sind eben nicht jeden Tag da und rufen nicht jeden Tag an und bieten nicht jederzeit diese bedingungslose Empathie, wie eben ein romantischer Partner bieten könnte in unserem Kopf. Natürlich fokussieren wir uns dann darauf, dass die einzige Quelle für wirklich die Verbindung und diese Beziehung, die ich brauche und haben möchte, von einem Partner kommen kann. So, wir befinden uns jetzt also in einer Beziehung, die nicht so wirklich läuft. Natürlich werden wir jetzt alles versuchen, damit diese Beziehung funktioniert. Wir werden uns vielleicht einerseits einreden, dass dieser toxische Part auch daher kommt, dass wir selbst toxisch sind. Und es stimmt auch, dass dieser toxische Part daherkommt, dass wir selbst zu sehr klammern, zu sehr ängstlich sind. Vielleicht hast du dich auch schon über deinen Bindungsstil oder über deinen Beziehungsstil, sagen wir mal, vorher informiert und beschlossen, ich will mich nie wieder so klammernd verhalten. Ich will auf jeden Fall gesund die Konflikte angehen und lösen. Und jetzt bist du vielleicht in einer Beziehung und merkst, Mist, das geht irgendwie nicht. Ich bin trotzdem eifersüchtig. Ich will trotzdem alles mit meinem Partner zusammen machen. Auch wenn ich weiß, der Partner braucht mehr Freizeit und ich muss ihm mehr Freiraum bieten, geht irgendwie nicht. Ich will zusammen sein. Und du wirfst dir das auch selbst vor. Du wirfst dir diese Verhaltensweisen vor und sagst, ich muss ja nur noch mehr an mir arbeiten. Wenn ich mehr an meinem Klammern arbeite, wenn ich mehr daran arbeite, dass ich weniger Nachrichten schreibe, wenn ich mehr daran arbeite, dass ich meine Eifersucht zurückhalte und nicht so bedürftig erscheine, dann wird diese toxische Dynamik aus dieser Beziehung rausgehen. Das stimmt zum Teil, wenn dein Partner seinerseits auch diese toxischen Anteile, die er normalerweise als Vermeidender auch hat, beseitigt. Und zwar gleichzeitig. Ihr müsstet Schritt in Schritt in einer neuen, frischen Beziehung Richtung neue Selbstentwicklung gehen. Ihr müsstet also beide gleichzeitig an euren eigenen Wunden arbeiten, um diese Beziehungsdynamik zu verbessern. Und nochmal, es handelt sich hier wahrscheinlich um eine recht frische Beziehung, nicht wahr? Weil wahrscheinlich hast du es schon recht schnell gemerkt, dass irgendwas in der Beziehung nicht passt. Und zwar wahrscheinlich in den ersten 2-3 Monaten, spätestens nach 6 Monaten, nicht wahr? Und wenn du ganz ehrlich mit dir bist, wahrscheinlich auch schon von ganz Anfang an, vom ersten Date oder von den ersten Tagen an, wusstest du, das und das zum Beispiel erscheint eher kalt oder sie ist auf einmal verschwunden. Du hast eigentlich gemerkt, dass da auch die Anteile des Partners toxischer Natur sind, die auch dann vorkommen. Jetzt ist meine Frage an dich. Arbeitet dein Partner wirklich daran, gleichzeitig wie du, diese toxischen Anteile zu beseitigen? Und die zweite Frage ist, merkst du Veränderungen? Auch wenn du an dir selbst arbeitest oder glaubst, an dir selbst zu arbeiten und dir selbst über deine eigenen Beziehungsdynamiken bewusst bist, veränderst du wirklich was? Ändert sich was im Außen? Und ändert sich auch was im Außen vom Verhalten deines Partners? Hast du ganz klare, genaue Beweise dafür, dass ihr euch beide in die gleiche Richtung, Richtung gesündere Beziehung, sagen wir mal, Richtung Zentrum zubewegt? Oder redest du dir das nur ein? Weil das ist nämlich ein Mechanismus, den wir anwenden. Wir reden es uns ein, dass wir ja beide daran arbeiten, dass unsere Konflikte besser werden. Naja, letztes Mal nach einem Konflikt haben wir ja versucht, uns auszusprechen und wir haben dann auch besprochen, was wir machen werden, wenn wir uns das nächste Mal wieder streiten. Als ihr euch das nächste Mal wieder richtig heftig gestritten habt, hat sich da was verändert?
konntet ihr beide das, was ihr eigentlich abgemacht habt, auch tatsächlich umsetzen? Sind eure Konflikte ab jetzt wieder ganz anders? Werden sie auf eine gesündere Art und Weise ausgetragen und geregelt? Siehst du genaue Ergebnisse dieser Arbeit an dir selbst bzw. an deinem Partner? Und du wirst jetzt natürlich viele Erklärungen und Entschuldigungen für sein bzw. ihr Verhalten finden. Naja, ihre Geschichte war doch so. Naja, ihre Familie ist doch so. Naja, die Beziehung vor mir war traumatisch zu Ende gegangen. Ist normal, dass sie oder er so reagiert. Das ist auch richtig so. Das ist gut, dass du das Ganze analysierst. Aber wirst du dafür bezahlt? Ist es dein Job als sein oder ihr Psychotherapeut, das zu analysieren und diese Ergebnisse auszuarbeiten? Oder bist du der Partner, der eigentlich nur mit dem arbeiten und leben muss, was im Außen jetzt schon erscheint, unabhängig dessen, davon, wie die Gründe sind und ob die Gründe valide sind oder nicht? Also nochmal, die Erklärung für sein und ihr Verhalten ist sehr gut und sehr nobel und wahrscheinlich meistens auch richtig, weil ängstlich gebundene Menschen kennen sich mit Psychologie ganz gut aus. Aber ist es dein Job, das zu analysieren? Oder ist es dein Job, diese Beziehung, die dir jetzt eigentlich auch noch was geben soll, und zwar Gutes geben soll, zu genießen? Natürlich ist es wichtig und richtig, dass du ihre und seine positiven Seiten siehst und den wahren, warmen, weichen Kern erkennen, den vielleicht andere Menschen nicht erkennen. Das sind die Seiten, in die du dich verliebst. Wenn du gleichzeitig auch die negativen Auswirkungen, die negativen Nebenwirkungen, die mit diesem schönen, weichen Kern kommen, nicht vergisst, wenn du diese negativen Nebenwirkungen mit im Bild hast, mit den positiven Eigenschaften und dem schönen, wahren Kern, dann bist du richtig. Dann kannst du informierte Entscheidungen treffen. Dann kannst du nämlich dir das ganze Bild des Partners anschauen und sagen, also er ist so, ist aber auch gleichzeitig so. Funktioniert das für mich? Kann ich das akzeptieren? Ja oder nein? Machen wir aber nicht. Wir als ängstlich Gebundene, wir finden meistens schöne Sachen und gute Erklärungen und sehen diesen schönen, wahren Kern, den ja sonst keiner sieht, und verlieren uns darin. Das Problem ist, dass diese negativen Nebenwirkungen, die andere Menschen ja sehen und ablehnen, nicht verschwinden. Und sie werden uns mit der Zeit kaputt machen. Und das weißt du. Dann ist da noch etwas, wir haben natürlich sehr große Angst bezüglich der Zukunft. Wir können nicht Schluss machen, weil wir uns dann ausmalen, wie die Zukunft negativ ausfallen würde. Vielleicht haben wir ja auch schon sogar Erfahrung darin gemacht. Du wirst jetzt wieder ausziehen müssen. Die Mieten sind hoch. Wie sollst du jetzt eine Wohnung finden? Vielleicht hast du sogar Kinder. Was für Konsequenzen das für Kinder haben wird. Die Kinder werden leiden, traumatisiert werden. Die müssen ja die Schule wechseln. Urlaube, die gebuchten, bezahlten Urlaube können jetzt nicht mehr angetreten werden. Wie soll ich finanziell überleben? Ich werde alle meine Freunde verlieren. Vielleicht bist du auch an seine Familie angebunden und hast dann das Gefühl, du hast keine Familie, wenn du diese Beziehung verlässt. Das sind alles Horrorszenarien und negative Zukunftsvorstellungen, die wir sehr, sehr, sehr stark ins Außen, auf unsere Bewusstseinsebene hervorholen. Und wir machen uns selbst damit Angst. Stattdessen schlage ich dir Folgendes vor. Du nimmst deine Ängste ernst. Nimm sie ernst. Schreib sie dir auf. Respektiere sie und zeige dir selbst volle Empathie und Verständnis dafür, dass du diese Ängste hast. Ja. Die meisten Menschen nach einer Trennung und Scheidung, beziehungsweise wenn sie auch verheiratet waren, müssen finanziell alles neu umordnen. Und viele sind schlimmer dran als vorher. Ja, auch die Kinder leiden. Ja, es ist eine riesengroße Umstellung. Und ja, man verliert sehr viele Freunde. Und gleichzeitig gewinnt man aber auch sehr, sehr viele Sachen, von denen du jetzt noch nichts weißt, weil dir viele Informationspuzzleteilchen fehlen, die erst dann sichtbar werden, wenn du den Schritt der Trennung gegangen bist. Das heißt, du hast eigentlich keine Angst vor der Zukunft. Du hast Angst davor, was du in die Zukunft hineininterpretierst. Aber du kannst nur Sachen hineininterpretieren in die Zukunft, die du schon früher entweder erlebt, gesehen oder gehört hast. Und das ist dein Informationspanel, den du jetzt in deine Zukunft projizierst und denkst, naja, ich habe ja
diese Reportage gesehen. Alleinerziehenden Müttern geht es sehr schlimm. Sie sind in Armut. Kinder geschiedener Eltern werden auf jeden Fall traumatisiert und werden zu Psychopathen. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, meine Zukunft wird auch so aussehen. Ich werde pleite gehen, ich werde eine schlimme Wohnung finden müssen, die ich mir leisten kann. Ich werde meinen Job wechseln müssen und umziehen müssen. Das wird richtig schrecklich werden. Du kannst aber nicht hineinprojizieren, was du gar nicht kennst. Und die Zukunft kennst du eigentlich nicht, egal welche Erfahrungen du in der Vergangenheit gemacht hast. Wie oft ist es in deinem Leben vorgekommen, dass Sachen passiert sind oder in deinem Leben aufgetaucht sind, die vorher noch nie passiert und aufgetaucht worden sind? Wie oft passieren die Sachen, die du nicht vorhergesehen hast? Das heißt, die Chance, dass auch hier etwas passieren wird, von dem du keine Ahnung hast, dass es passieren könnte überhaupt, ist recht groß. Das heißt, diese Zukunft, die du projizierst für dich, könnte vielleicht so eintreten, wie du dir das vorstellst, plus viele, viele Sachen, auch gute, die du dir noch gar nicht vorstellen kannst, von denen du jetzt noch nichts weißt. Du weißt gar nicht, welche Menschen du treffen wirst nach deiner Trennung. Du weißt nicht, welchen Tipp du in einer, weiß ich nicht, Selbsthilfeberatungsstelle für Alleinerziehende bekommen wirst und auf einmal überhaupt nicht mehr in Armut leben müsstest. Du weißt gar nicht, welche Jobangebote, welche neue Bekanntschaften, welche Ereignisse auf dich zukommen werden, sobald du erstmal den Schritt der Trennung unternommen hast. Das weißt du alles nicht und deswegen kannst du das nicht mit berücksichtigen. Was du jetzt aber tun kannst, ist zumindest die Tür dafür offen zu lassen, dass zusätzlich zu deinen Ängsten auch etwas passieren könnte, etwas Positives, von dem du jetzt noch nichts weißt. Und es gibt sogar auch eine psychologische Untersuchung, von der ich mich jetzt nicht mehr erinnere, wie sie heißt. Es gibt ein Phänomen. Das, was wir für unsere Zukunft fürchten, von dem wir am meisten Angst haben, fühlt sich eigentlich gar nicht mehr so schlimm an, wenn wir dann durch dieses Ereignis tatsächlich in der Zukunft gehen müssen. Das heißt, die größte Angst, die größte Sorge ist eigentlich das, was wir empfinden, bevor diese schlimme Sache überhaupt eingetreten ist. Wenn sie schon einmal eingetreten ist, fühlt sich das gar nicht so schlimm an, dann in einer kleinen Wohnung zu leben zum Beispiel oder umziehen zu müssen. Also, betrachte das bitte und werde dir darüber bewusst, was du dir selbst für Angstgedanken machst bezüglich deiner Zukunft, die dich davon abhalten, jetzt von deiner toxischen Bezie für deine toxische Beziehung, ja, Schluss zu machen. Dann machen wir noch etwas, um uns davon abzuhalten, Schluss zu machen. Wir versuchen, Lösungen für unsere Probleme zu finden. Wir fangen an, Bücher zu lesen, Kurse zu machen, zur Paartherapie zu gehen, meistens nicht wahr. Wir versuchen jetzt, eine Lösung für unsere Konflikte, für unsere Probleme zu finden. Und dabei vergessen wir häufig, dass wir gar nicht allein in der Beziehung sind. Und wir sehen häufig gar nicht, dass wir die Einzigen sind, die hier wirklich echte Lösungen suchen und üben möchten. Was wir noch gerne machen ist, wenn wir merken, dass gar nichts funktioniert, dann hauen wir auf den Partner drauf. Also dann fangen wir aber richtig nicht mehr nur mit Meckern, sondern mit heftigster Kritik an. Wir versuchen dem Partner klarzumachen, du musst jetzt auch was tun. Das ist so unser Hilfeschrei, das ist unser letzter Hilfeschrei, indem wir ihn kritisieren und ihm klar machen, wie Mist er ist. Wie unpassend und wie ungesund und unlogisch sein Verhalten ist, hoffen wir, dass wir ihn aufrütteln werden und ihn dazu bringen werden, jetzt magisch eine Lösung für unsere Beziehung zu finden. Da wir ja selbst versuchen, irgendwie uns selbst zu heilen, um diese Beziehung zu retten und es nicht klappt, versuchen wir jetzt alles auf den Partner aufzustülpen, also quasi das Gegenteil, und ihm die ganze Verantwortung zu überlassen. Und wie würdest du reagieren, wenn du von deinem Partner ständig nur kritisiert würdest, auch wenn daran vielleicht was dran wäre? Würdest du Lust haben, an dieser Beziehung mit diesem Menschen, der dich ständig nur kritisiert und schlecht macht, zu arbeiten? Wenn du dich in der Gegenwart deines Partners immer nur minderwertig fühlen würdest, was du vielleicht sowieso schon tust? Hättest du Lust, alles dafür zu tun, um diese Beziehung mit diesem Menschen, mit dem du dich unwohl und minderwertig fühlst, zu retten? So geht es auch deinem vermeidenden Partner, auch wenn seine vermeidenden Tendenzen natürlich diese Beziehung mit zerstören. Aber diese Kritik ist deinerseits als Hilfeschrei gedacht. Das ist eine Message,
für ihn, hilf uns jetzt doch bitte, ich finde keine Lösung. Tja, die Wahrheit ist, häufig haben diese Beziehungen eben keine Lösung, weil beide Partner sich nicht gleichzeitig im gleichen Tempo zur gleichen Zeit in die gleiche Richtung entwickeln. Als ängstlich Gebundene haben wir häufig auch diese Entschuldigung, das kann doch nicht sein, dass jetzt diese Beziehung auch wieder zerbrechen wird. Wir halten daran fest, dass diese Beziehung jetzt unsere Rekordlänge bleiben soll. Wir überlegen uns, alle anderen Beziehungen von mir haben ja nur, weiß ich nicht, 6 Monate oder 2 Jahre gehalten. Diese muss mindestens 2,5 Jahre halten, damit ich mir selbst auch beweisen kann, dass ich gar nicht so ungesund bin. Ich bin ja nicht so eine Person, die ständig nur kurze Beziehungen eingeht. Deswegen halten wir vielleicht noch länger an dieser Beziehung fest, um uns selbst und der Welt zu beweisen, dass wir es schaffen können, in einer längerfristigen Beziehung drin zu sein, egal wie toxisch sie eigentlich ist. Und dann gibt es noch etwas. Wenn wir eine Deadline haben, zum Beispiel Urlaub oder wir sind gerade zusammen umgezogen oder irgendwas steht bevor, dann haben wir so eine Deadline, die wir immer wieder hinausschieben. Ja? Naja, zuerst in den Urlaub, den wir ja schon so bezahlt haben. Naja, erst wenn die Eltern zu Besuch waren, weil davor würde es ja jetzt nicht klappen. Naja, noch ein Jahr in der Wohnung leben oder ich muss noch ein Jahr arbeiten und sparen, um dann für eine Wohnung. Wir merken gar nicht, wie wir diese Deadline, das ist wie so eine Karotte, die wir uns selbst vor der Nase immer vorhalten, wie wir diese Deadline ständig und ständig verschieben. Es gibt immer etwas im Leben, was gerade stattfindet und los ist und es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, um Schluss zu machen. Weihnachten, Geburtstage, Tod nahestehender Menschen. Immer ist etwas. Und natürlich ist es nicht schön, gerade zu Weihnachten Schluss zu machen. Also genauso wenig ist es schön, gerade zu Geburtstag Schluss zu machen oder gerade im Urlaub Schluss zu machen oder gerade nach dem Umzug Schluss zu machen. Es ist immer total bescheuert. So, was müssen wir jetzt dagegen tun? Als allererstes absolutes Verständnis und Empathie für dich selbst. Ich mache diese Übung, die ich diese Teileübung nenne. Ich liebe diese Übung. Stell dir vor, dass du dich in 2 Teile splittest. Du stehst jetzt dir gegenüber. Und du siehst dich so, wie du bist und so, wie du dein Leben gerade führst. Und du kennst dich am besten, weil du hast ja mit dir selbst dein ganzes Leben lang verbracht. Du kennst deine Geschichte. Du weißt, warum du klammerst. Du weißt, wie schwierig deine Kindheit war und wie schwierig es für dich war, überhaupt einen Partner zu finden. Wie schwierig es für dich jetzt ist, Schluss zu machen, weil du nicht mal hundertprozentig sicher bist, ob diese Beziehung vielleicht noch gerettet werden könnte. Ist die Beziehung wirklich toxisch oder bist du das? Ist der Partner schlimm oder bist du das? Habe Verständnis dafür, dass du in einem erfrorenen, stressvollen Stadium bist und keine Entscheidung treffen kannst. Jeder würde sich so fühlen. Und jeder, der ängstlich gebunden ist und durch dieses Problem geht, fühlt sich so. Das heißt, zeige dieser Person Empathie und stell dir vor, wie du mit dieser Person, mit dir selbst gegenüber redest und sage ihr und oder ihm, ich verstehe dich. Verändere deine Selbstgespräche mit dir selbst, statt dir selbst zu sagen, du Idiot, warum musstest du jetzt schon wieder daran vorbeifahren? Musstest du denn diese Nachricht jetzt abschicken? Ach, du konntest dich schon wieder nicht kontrollieren, jetzt wird er dich wieder verlassen. Hör auf mit diesen Gesprächen. Die Außenwelt ist schon hart genug. Wir hören diese ganzen Sachen die ganze Zeit von unserer Umwelt. Hör auf, das reicht. Du mit dir selbst in einem intimen Moment kannst sehr, sehr ehrlich mit dir selbst sein und sagen, weißt du was? Es ist verständlich, warum du diese Gespräche geführt hast mit deinem Partner. Und es ist verständlich, dass du jetzt klammerst. Mit deiner Geschichte und mit dieser Situation ist vielleicht nicht gesund, aber ist auch verständlich, dass es nicht gesund ist. Zeige dir selbst Liebe, Sympathie und Verständnis. Das ist übrigens auch eine der wichtigsten Übungen und Kompetenzen, die wir ängstlich Gebundene lernen müssen. So, der 2. Tipp. Habe eine genaue Vorstellung darüber, wie das jetzt aussehen wird, wenn du Schluss gemacht hast. Bereite dich darauf vor. Häufig warten wir bis zum letzten Moment, bis es gar nicht mehr geht und stolpern dann da so hinein und werden selbst von unserer eigenen Courage überrascht, dass wir Schluss gemacht haben, bereuen das und rennen zurück.
Und wenn der Partner uns dann nicht mehr zurücknimmt, um noch eine toxische Runde mit uns zu drehen, dann ist natürlich der Herzschmerz extrem groß. Deswegen ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn du dich schon mal vorher vorbereitest. Das heißt, rechne es dir konkret aus. Wie viel Miete wirst du zahlen müssen? Wie viel wirst du verdienen müssen? Was wirst du ansparen und ankaufen müssen, wenn du dich trennst? Welche Schule werden die Kinder besuchen? Wie häufig werden die Kinder vielleicht bei der Mutter und beim Vater sein? Wie werden die Beziehungen zu Freundschaften realistisch gesehen wahrscheinlich auslaufen? Rechne dir die Sachen aus, stelle dir das vor und versuche jetzt schon Vorkehrungen zu treffen, damit das schlimmste Szenario nicht eintrifft. Und wenn es doch eintrifft, hast du schon mal einen Plan A, B und C, wie du damit umgehen wirst? Wisse, du musst immer noch keine Entscheidung treffen, aber vorbereiten für so eine Entscheidung. Für wenn oder falls du Schluss machen wirst, ist immer eine gute Sache, weil es dir die Angst nehmen wird. Und du bist wieder dein bester Freund. Du splittest dich und du sagst, ich werde dafür sorgen, dass es dir gut geht, wenn du Schluss machen wirst. Du brauchst weniger Angst zu haben, jetzt Schluss zu machen, dich aus dieser toxischen Beziehung zu befreien, weil ich dafür sorgen werde, dass ich Sicherheitsvorkehrungen treffe. Suche dir jetzt auch schon Ressourcen. Brauchst du vielleicht einen Anwalt? Musst du dich bezüglich der Scheidung beraten lassen? Gibt es vielleicht etwas, wo du dich schon bezüglich der Finanzen auch beraten kannst? Und rechne damit, dass es dir emotional dreckig gehen wird. Suche dir jetzt schon emotionale Hilfe. Kannst du jetzt schon vielleicht einen Berater, Coach oder Therapeuten haben, der dich durch diese ganze Trennung, durch den Trennungsprozess davor und danach begleiten kann, der dann deine Geschichte kennt? Und wenn du irgendwann mal Tränen überströmt anrufst, dann musst du nicht alles nochmal von vorne erzählen. Kannst du dir jemanden holen, notfalls bezahlt? Warum nicht? Menschen haben keine Zeit, Familienmitglieder und Freunde werden dich sowieso nicht verstehen. Suche dir jemanden, ja, den du fürs Zuhören und für dich Dasein bezahlst. Warum nicht? Das ist eine sehr gute Investition, aber diese Quelle wird extrem notwendig für dich sein. Vielleicht kannst du sogar 2, 3 solcher Quellen haben. Hol dir die Telefonnummern für Telefonseelsorge. Oder hast du vielleicht irgendwelche Freundinnen, die dich durch diesen Prozess begleiten kann? Du brauchst mehrere solche Quellen, die dich emotional werden auffangen können. Was ich auch noch empfehlen würde, ist, schreibe dir selbst so einen Brief. Einen SOS-Brief. Du musst damit rechnen, dass es immer wieder Momente geben wird, wo du vor Verzweiflung und vor Hoffnungslosigkeit nicht mehr wissen wirst, wo vorne und hinten ist. Du wirst nur noch, das ist dieses Bindungstrauma, das Gefühl haben, ich brauche ihn bzw. sie, weil es deine Vorstellung von Verbindung ist. Wenn du jetzt Schluss machst, verlierst du ja diese Verbindung mit dieser Person, die Verbindung für dich darstellt, und gleichzeitig verlierst du die Verbindung zu dir selbst. Das heißt, du musst jetzt schon Vorkehrungen treffen, dass du diese Verbindung zu dir selbst wiederherstellen kannst. Du kannst ja also einen Brief schreiben, zum Beispiel, liebe Oksana, ich weiß, dass es dir gerade sehr dreckig geht und dass du diese Trennung in Frage stellst. Du musst damit rechnen, dass du diese Trennung 30.000 Mal in Frage stellen wirst müssen. Schreibe dir dann selbst, ich verspreche dir aber, ich habe wirklich alles für diese Beziehung getan. Ich habe das und das und das und das getan. Ich habe daran und daran gearbeitet. Ich habe folgende Kompromisse gemacht. Und es hat nicht geklappt. Mein Partner hat auch alles probiert. Es gibt nichts mehr, was jetzt hier noch gemacht werden muss. Diese Beziehung macht mich kaputt. Diese Beziehung ist nicht gut für mich. Es gab wirklich sehr, sehr wichtige und gute Gründe, warum du Schluss machen musstest. Irgendwie sowas in der Art, damit du dann in diesen schwachen emotionalen Momenten diesen Brief wieder hervornehmen kannst und durchlesen. Und dann hast du wieder so eine Verbindung zu dir selbst, zu deinem vergangenen Ich sozusagen, und kannst dir selbst auch vertrauen, dass diese Entscheidung, dich zu trennen, notwendig war. Und ich sage nicht nur richtig, sondern notwendig. Du musst damit rechnen, dass dein Gehirn verschiedene Entschuldigungen damit dafür finden wird, warum du zurückgehen musst. Dein Gehirn wird Erinnerungen hervorgraben, dass die schönsten Erinnerungen aus eurer Beziehung, um dich wieder in diese Verbindung mit diesem Menschen hinein zu manipulieren. Schreibe dir alle schlimmen Erfahrungen, alle schlimmen Erinnerungen auf, die wirst du vergessen. Wenn du vielleicht Videos hast oder Audios, wo ihr euch gestritten habt und wo du dich so erniedrigt gefühlt hast, schreibe dir das alles auf. Das wird nachher, wenn du in einer Trennungssituation
Situation bist und so emotional leidest, das würde dir wirklich helfen, dir die Realität wieder vor den Augen zu führen. Weil während der Trennung wirst du immer wieder diese Realität verlieren. Und in einem Moment der Inspiration, wo du dich ein bisschen stark fühlst und auch selbstbewusster, es gibt immer wieder solche Momente, nicht wahr? Schreibe dir die Gedanken auf und wiederhole sie auch immer wieder. Ich werde es schaffen. Ich brauche diese Beziehung nicht. Diese Beziehung ist nicht das, was ich mir unter dieser Beziehung vorgestellt habe. Er ist nicht derjenige für mich. Er ist nicht der richtige Mann für mich. Sie ist keine perfekte Partnerin. Schreibe dir die ganzen Sachen auf und lese sie immer wieder und immer wieder, wenn du dann in solchen Trennungsmomenten nach der Trennung wieder Schwäche verspürst. Und zum Schluss ist es wichtig, du musst wissen, dass du auch die Kontrolle loslassen musst und kannst. Vertraue einfach. Es wird schon gut gehen. Im Endeffekt wird alles für dich gut werden. Und um an einen anderen Ufer zu kommen, um dort zu sehen, was es dort für schöne Sachen gibt und für schöne Überraschungen, von denen du vorher noch gar nichts gewusst hast, musst du dein jetziges Ufer verlassen. Von diesem Ufer, wo du dich gerade befindest, kannst du das andere Ufer, das Zielufer, nicht sehen. Und deswegen hast du Angst, ins offene Meer zu gehen. Aber nur, wenn du loslässt, wenn du deinen jetzigen Anker hochhebst und dich von deinem jetzigen Ufer abstößt, wirst du ins offene Meer und schlussendlich zum neuen Ufer kommen. Lasse die Kontrolle los. Du musst nicht wissen und sehen und die Garantie haben, dass es in der Zukunft so und so aussehen wird, um jetzt loszulassen. Vertraue. Das Leben wird schon für dich irgendwie sorgen. Im Endeffekt wird alles gut werden. Bis zum nächsten Mal.